Entonces nos encontramos en un escenario en las maquiladoras donde, además de que hay jornadas laborales extenuantes, que hay malos salarios, que hay toda una serie de prácticas violentas inclusive, ¿no? Hacia las mujeres y hombres que también se emplean en la maquila. También es un escenario que no permite organización sindical, ¿no? Que eso es una cosa importantísima. Die Motivation für die Gründung des Projekts war, dass wir Kleidung anbieten wollten, die unter deutlich besseren Arbeitsbedingungen und unter deutlich besseren ökologischen Bedingungen hergestellt wird. Also wo die Menschen, die die Sachen herstellen, besser bezahlt werden und einfach insgesamt bessere Arbeitsbedingungen haben und eben auch die Umwelt viel weniger verschmutzt wird. Die globale Bekleidungsindustrie ist von vielen sozialen und ökologischen Problemen geprägt. An der Tagesordnung sind sklavereiähnliche Arbeitsbedingungen, extrem niedrige Löhne, Menschenrechtsverletzungen, sexuelle Übergriffe, Gewerkschaftsverbot, unsichere Betriebsgebäude, gravierende Umweltbelastungen durch den starken Einsatz von Chemikalien sowie ein enormer Energieeinsatz durch die langen Transportwege der Kleidungsstücke. So hat eine Jeans, die fertig bei uns im Verkaufsregal liegt, eine Reise um die Welt hinter sich. Ob Karstadt, C&A, Adidas, Nike, H&M, Levi's, sie alle lassen ihre Bekleidung in Weltmarktfabriken in Billiglohnländern in Asien und Lateinamerika produzieren. 80-90% unserer Kleidung werden in solchen Fabriken überwiegend von Frauen hergestellt. Über die ausbeuterischen und unwürdigen Arbeitsbedingungen in diesen Fabriken, in Lateinamerika Maquiladoras genannt, wird noch immer zu wenig berichtet. Diese Fabriken sind meist in sogenannten freien Produktionszonen angesiedelt. Sie produzieren nicht für das Inland, sondern für den Export auf den Weltmarkt. In solchen Produktionszonen gelten andere Gesetze als im übrigen Teil des jeweiligen Landes. Umwelt- und Sozialstandards werden systematisch ausgehebelt, um Investoren anzulocken. Letztendlich profitieren hauptsächlich Kundinnen und Kunden in wohlhabenden Ländern von den niedrigen Preisen für die dort hergestellten Textilien. Die in den freien Produktionszonen geltenden Sonderregelungen sind durchweg unternehmerfreundlich. Es gibt keine oder geringe Umweltauflagen, keine Zölle, keine Steuern, freie Gewinnrückführung, kaum Gewerkschaften, kostenlose Infrastruktur und gratis gebaute Fabrikhallen zu geringen Mieten. Für die multinationalen Unternehmen sind dies äußerst gewinnversprechende Anreize. So verwundert es nicht, dass immer mehr ausländische Konzerne ihre Produktion in diese Zonen verlagern und der Maquiladora-Sektor weiterhin anwächst. Neben diesen Vorteilen nutzen die Konzerne gerne einen weiteren bedeutenden Faktor. Die billigen Arbeitskräfte. Vor allem Frauen, ca. 85%, arbeiten in diesen Fabriken. Der größte Teil ist zwischen 18 und 28 Jahre alt. Die Arbeitsbedingungen sind miserabel. Unbezahlte, erzwungene Überstunden, regelmäßige Schwangerschaftstests, sexuelle Belästigung, Arbeitsdruck durch die Vorarbeiter, hohe Sollvorgaben, ungereinigtes Trinkwasser, Beschimpfungen, nur zweimal am Tag auf die Toilette, keine Erlaubnis zum Arzt zu gehen, sowie Strafarbeiten bei zu spät kommen, sind typische Beispiele für die unwürdigen Arbeitsbedingungen. Hinzu kommt ein ausbeuterischer Lohn, der nicht zum Leben reicht. Die folgende Grafik stellt deutlich dar, wie wenig die Arbeiterinnen verdienen. Wenn bei uns ein Schuh für 100 Euro verkauft wird, beträgt der Lohn für die Näherin gerade einmal 40 Cent. Am meisten verdienen die Markenfirmen und der Einzelhandel. Für die Werbung werden 8,5% des Endpreises investiert. Vergleicht man dies mit dem Lohn einer Arbeiterin, wäre es wirtschaftlich für die Konzerne kein Problem, die Löhne zu verfünffachen.
Doch das extreme Profitinteresse der Unternehmen und der unreflektierte Konsumwahn der Verbraucherinnen und Verbraucher sorgen dafür, dass die Näherinnen weiterhin nur geringe Löhne bekommen, von denen sie sich und ihre Familien kaum ernähren können. Näherinnen und Gewerkschafterinnen aus El Salvador finden klare Worte über die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der Maquiladora-Industrie. Tenía 18 años y empecé porque no había otra fuente de empleo. Uno de los problemas más graves quizás es el maltrato y el acoso de los supervisores hacia los trabajadores. Acoso ya sea laboral o sexual. El salario de 208.80 y no es suficiente. Porque no cubren ni siquiera la canasta básica. Bueno, somos una organización feminista que surgió hace 11 años con el principal objetivo de organizar trabajadores de la máquina textil para la defensa de sus derechos humanos laborales. Entonces, las organizamos para que reciban procesos de formación, capacitación en derechos laborales, en normativa internacional, siempre en el tema de los derechos de las mujeres y de los derechos laborales, y a la par procesos de fortalecimiento personal. Uno de los problemas más graves es el tema del salario. En El Salvador el salario mínimo de la maquila es de los más bajos que existen, ¿verdad? También el tema de las altas metas de producción, que a la par de que les exigen cantidad, quieren calidad y les ponen metas que incluso son hasta inhumanas, ¿verdad? No las pueden alcanzar las compañeras. Significa entonces mucho acoso laboral y el tema también de la deuda que hay en cuanto a derecho a sindicalizarse, a organizarse, ¿verdad? Sigue habiendo mucho temor y mucha persecución para que las obreras puedan organizarse y exigir contratos colectivos que le garanticen mejores condiciones laborales, por ejemplo. In Mexiko informieren wir uns bei der ehemaligen Maquiladora-Arbeiter Norma Cacho über die Zustände in den Fertigungsstätten. Heute arbeitet Norma als Frauen- und Menschenrechtsaktivistin in einer unabhängigen Organisation. Yo creo que la maquila actualmente es uno de los escenarios laborales que ejemplifica de mejor manera el capitalismo neoliberal, ¿no? Más rapaz, ¿no? La producción, no importando el enajenamiento de las personas, ¿no? De los seres humanos que son mano de obra barata para producir para los grandes capitales, ¿no? Yo creo que también muchas trabajadoras, que es un proceso interesante que por lo menos yo he visto que me parece digno de resaltar, es que las trabajadoras, una vez que se identifican víctimas o que se identifican vulneradas en sus derechos, también trascienden esa identidad de víctima, ¿no? Y se convierten entonces en defensoras de derechos humanos laborales, se convierten en activistas dentro de sus fábricas, fuera de las fábricas, organizando otras mujeres, pasando la información con las compañeras. Als Konsumentinnen und Konsumenten sind wir für die menschenunwürdigen und ökologisch problematischen Bedingungen in der Bekleidungsindustrie mitverantwortlich. Doch es gibt Möglichkeiten, durch ein bewussteres Konsumverhalten zu deutlichen sozialen und ökologischen Verbesserungen beizutragen. Immer mehr kleine, engagierte Unternehmen bieten fair und umweltschonend hergestellte Kleidung an. In Münster treffen wir uns mit Simone und Lars, die den Betrieb Grüne Wiese gegründet haben, der sich für einen sozial und ökologisch verantwortungsvollen Handel mit Kleidung einsetzt. Ich bin Simone, ich habe Politikwissenschaft und Soziologie studiert und bin dadurch auch zum Thema faire Mode gekommen, weil ich mich bei meiner Magisterarbeit mit den Produktionsbedingungen in der Bekleidungsindustrie beschäftigt habe und zu dem Zeitpunkt auch zum ersten Mal davon gehört habe. Mir war vorher klar, dass wahrscheinlich das alles nicht super laufen wird, weil ich das aus dem Bereich Kaffee, Schokolade schon kannte. Aber so genau, wie ich das dann mitbekommen habe, so hatte ich mir das halt tatsächlich auch nicht vorher vor Augen geführt. Und deswegen habe ich mir gedacht, es muss doch eine Alternative dazu geben und habe angefangen, nach Bekleidungsfirmen zu suchen, die es anders machen. Und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, selber so einen Laden zu gründen. Und das habe ich dann 2008 zusammen mit Lars gemacht.
Ich bin Lars. Mein Weg zu nachhaltiger und fairer Kleidung war interessanterweise ganz ähnlich wie bei Simone. Ich habe Soziologie und Politik studiert und habe mich da viel mit Umweltpolitik, aber auch mit nachhaltiger Unternehmensführung beschäftigt. Ich habe dann in meiner Abschlussarbeit mich speziell mit dem Bereich Outdoor- und Funktionskleidung beschäftigt und den Produktionsbedingungen dort. Auch das hat bei mir zu ganz neuen Erkenntnissen geführt, dass es sehr viel schlimmer aussieht in der Textilindustrie, als ich das so erwartet hätte. Und dann erstmal in der Konsequenz auch der Versuch, privat einfach andere Alternativen dazu zu finden und anders einkaufen zu können. Und aus dem Mangel an Angebot heraus ist dann auch bei mir die Idee entstanden, einen solchen Laden zu gründen. Also mir ist wichtig, mit der Grünen Wiese zu zeigen, dass es eben möglich ist, anders einzukaufen. Und das auch nicht so, wie es über Jahre eigentlich von Vorurteilen behaftet war, dass zwangsläufig ein korrekter Lebensstil und korrekter Kleidungskauf mit so viel Abstrichen verbunden war. Es wird ja häufig eher fast diffamiert mit Öko-Look. Und wir wollen einfach die Möglichkeit bieten zu sagen, ich kann mich für Mode interessieren, ich kann mich modern kleiden, aber ich kann das alles machen, ohne dass ich das auf Kosten anderer mache. Auf der Internetseite von Grüne Wiese gibt es umfangreiche Informationen über Umwelt- und Sozialstandards sowie die meist jungen Modelabels, die sich für mehr Umweltschutz und würdige Arbeitsbedingungen einsetzen. Und ich finde es einfach super, dass wir es halt geschafft haben, zum einen einfach das Thema so in eine breite Öffentlichkeit zu tragen in Münster, dass einfach viele Leute uns ernst nehmen und auch nicht mehr sagen würden, ja, ich würde mich ja gerne korrekt anziehen, aber hey, ich kann ja einfach nicht mit einem alten Sweatshirt-Hoodie zur Arbeit gehen. So quasi, wir bieten den Menschen die Möglichkeit, das zu tun, und ohne dass sie negativ auffallen würden in der Öffentlichkeit. Und ich finde es einfach auch super, dass zum einen natürlich wir inzwischen davon leben können, aber vor allen Dingen auch wir auch inzwischen ein Team sind von mehreren Menschen, die bei uns auch arbeiten und von denen ich auch glaube, dass sie es auch nett finden, bei uns zu arbeiten. Und das finde ich einfach auch immer echt schön, dass man ein Stück weit auch das, dadurch, dass die Welt verändern kann, dass man einfach nettere Bedingungen im kleinen Kreis so schafft. Ich glaube, dass die Marken, die wir verkaufen, also wir produzieren ja nicht selber Kleidung, sondern verkaufen Kleidung von unterschiedlichen Marken, die sozial-ökologische Standards erfüllen. Und ich glaube, dass diese Marken mit ihren Konzepten zeigen, wie eigentlich eine nachhaltige und faire Produktion und auch ein fairer Welthandel aussehen kann. Die zeigen das im Kleinen. Fairtrade ist ja im Prinzip auch einfach ein Handelsprinzip. Wenn man die Welt wirklich verändern wollte, müsste man das auf jeden Fall auf politischem Wege tun. Das können solche kleinen Unternehmen nicht, das kann auch nicht der einzelne Konsument mit seinen einzelnen Konsumentscheidungen, der kann das im Kleinen ermöglichen. Das sind dann quasi Vorbilder oder Blaupausen. Aber um das wirklich politisch umzusetzen, müsste man eben eine Welthandelsordnung haben, die soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Also ich glaube, ein Haupttreiber der Probleme, die wir im Textilproduktionsbereich haben, ist eigentlich der unglaublich schnelle Durchsatz von Kleidung, den wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Es gibt ja das Schlagwort dazu, Fast Fashion. Es wird einfach wahnsinnig viel mehr gekauft als noch vor 20 Jahren, wo es den Menschen ja in Deutschland auch schon sehr, sehr gut ging. Und gerade weil solche Massen gekauft werden, ist dann der Preis auch noch viel relevanter. Und wenn der Preis niedrig sein muss, gibt es eben auch keine Spielräume für soziale und ökologische Ansprüche. Und der Weg, davon wegzukommen, auf so einer persönlichen Ebene, ist eben wirklich auch, sich zu fragen, ob man so viel eigentlich braucht, ob es nicht doch mal ein paar Teile weniger sein können und die dann auch besser, fairer, nachhaltiger produziert gekauft werden können. Ja, wir sind hier in Münster bei Verdruckt. Wir machen Siebdruck hauptsächlich auf Textilien, seltener mal auf Papier. Und das Ganze im Kollektiv bzw. von der Organisationsform der Genossenschaft. Ja, wir benutzen fair gehandelte Textilien, soweit in dem Bereich, wie wir das auch noch preislich vertreten können, dass es auch in die Richtung fair ist, dass sich auch möglichst viele Leute so ein T-Shirt leisten können. Und oft auch Biotextilien, wenn es das passende Modell in Bio gibt. Ziele, würde ich sagen, gibt es eigentlich mindestens 5 oder 6.
Das eine ist, uns Arbeitsplätze zu schaffen. Nummer zwei, quasi Selbstorganisation vorzuleben. Sieh zu, wir können auch in diesen kleinen oder möglicherweise auch zukünftig etwas größeren Strukturen uns selbst verwalten und brauchen keinen Chef. Drittens, natürlich wollen wir die Idee fairer Handelsbeziehungen fördern durch Produkte eben möglichst eben aus den bekannten Quellen des fairen Handels. Viertens, und das kommt wahrscheinlich etwas zu kurz, wollen wir gerne auch noch bessere kollektive, kooperative Strukturen entlang der Produktionskette fördern, was allerdings sehr schwierig ist. Wir haben das damals versucht mit dem Nueva Vida Fair Trade Zone Projekt. Es ist allerdings sehr schwierig. Wir hätten da gerne mehr und würden sagen können, unsere T-Shirts sind auch von einem Kollektivbetrieb in wo auch immer gefertigt. Das wäre noch ein Wunsch, klar. Ja, wir arbeiten als Kollektiv, weil wir dann einerseits alle füreinander verantwortlich sind, aber eben nicht in Form einer Hierarchie, dass irgendwer bestimmt und dann das aber auch nach irgendwo weiter oben vertreten muss, was die da drunter dann machen, sondern dass jeder und jede für alle anderen mit Verantwortung übernimmt, alle dürfen, können, sollen Sachen verändern und verbessern und ausprobieren. Letztendlich ist auch der Wunsch, mit unserem eigenen Dasein, unserer eigenen Existenz auch jenseits unserer konkreten Branche kapitalistische Strukturen zu kritisieren und dagegen zu setzen, Selbstorganisation, Kollektivität. Wir reisen nach Freiburg, um den dort ansässigen Betrieb Zündstoff kennenzulernen. Also ich glaube, man könnte sagen, wir haben so drei verschiedene Zielrichtungen eigentlich. Einmal ist es natürlich ganz klar der Verkauf von Kleidung, die unter besseren Bedingungen produziert wurde. Das heißt sozusagen den Marktanteil dieser Kleidung zu erhöhen. Und das Zweite, was eng damit zu tun hat, ist eben auch so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man Kleidung auch anders herstellen kann und eben nicht so herstellen muss, wie das ganz normal gemacht wird, und dass eben die Kleidung auch gut aussehen kann und sich überhaupt nicht unmodisch sein muss, sondern dass man sich genauso schön einkleiden kann, auch mit Bio-Sachen. Und das dritte Ziel, würde ich sagen, sind so die Arbeitsbedingungen insgesamt, also nicht nur bei den Lieferanten von uns, sondern eben auch gute Arbeitsplätze hier zu schaffen im Textilhandel für uns und aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir haben grob gesagt zwei verschiedene Arbeitsbereiche oder zwei verschiedene Felder, und zwar ergibt sich das daraus, dass wir einmal einen Online-Shop betreiben und gleichzeitig auch noch ein ganz normales Ladengeschäft haben, wo man hingehen kann. Da gibt es natürlich Verbindungen, zum Beispiel hat beides ein gemeinsames Warenlager, aber so im Arbeitsalltag ist natürlich die Arbeit im Laden selbst, wo man steht und verkauft und berät, getrennt vom Versand der Pakete für den Online-Shop oder zum Beispiel von der Annahme von Retouren aus dem Online-Shop. Und dementsprechend gliedern sich so die Tätigkeiten im Büro auch auf. Bei unserem Besuch treffen wir zwei junge Kundinnen, die sich mit der Problematik in der Bekleidungsindustrie beschäftigt haben und von den Produkten bei Zündstoff überzeugt sind. Ich habe bei den Projekttagen in der Schule an einem Projekt teilgenommen, was Kann Mode Fair Sein heißt. Und da haben wir halt auch die Umstände in Bangladesch und den Entwicklungsländern halt gesehen, wie dort produziert wird. Und auch schon davor wollte ich eigentlich lieber darauf achten, dass es jetzt hochwertiger ist, was ich kaufe, und dafür weniger. Dass es sich einfach lohnt und dass es hält und dass den Menschen, die das produzieren, auch, dass es denen gut geht. Und genau. Ich finde es halt irgendwie auch wichtig, dass das, was man kauft, halt wirklich
einerseits Qualität hat und das auch fair ist. Also dass man halt weiß, dass man Freude an dem Kleidungsstück haben kann, ohne dass jemand anders dafür leiden musste. Und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn die Sachen dann etwas teurer sind oder so, weil die dann länger halten und man dann wirklich auch ein gutes Gewissen hat, wenn man die kauft. Und ja. Das, was wir machen, hat natürlich einen ganz starken entwicklungspolitischen Bezug oder so einen ja, ganz starken globalisierungskritischen Bezug vielleicht auch, weil natürlich viele Probleme, die es so in der konventionellen Textilindustrie gibt, eben auch stark mit der Verlagerung von Produktion in Länder mit niedrigen Löhnen und niedrigen Sozialstandards, aber eben auch niedrigen Umweltauflagen zu tun haben. Kleidung, die in Europa hergestellt wird, wird in der Regel automatisch unter besseren Bedingungen hergestellt, weil es hier einfach ganz andere Gesetze gibt, die durchgesetzt werden. Und in sogenannten Entwicklungsländern oder einfach in Ländern, wo die Menschen im Schnitt viel ärmer sind, gibt es ganz oft für die Arbeiterinnen und Arbeiter eine viel höhere Rechtsunsicherheit. Das heißt, selbst wenn es Gesetze gibt, können sie die kaum einklagen. Es gibt viel größere Umweltprobleme, weil Umweltgesetzgebungen viel laxer sind oder eben auch, selbst wenn sie da sind, viel schwieriger einklagbar sind. Und unsere Motivation, also die Motivation überhaupt, die Firma zu gründen, ist natürlich auch eine stark entwicklungspolitische gewesen, eben Kleidung auch zu unterstützen, die solidarischer oder sozialer und ökologischer hergestellt wird. Und wo für uns auch wichtig ist, letztlich ist es eigentlich egal, wo ein Kleidungsstück herkommt. Für uns ist einfach wichtig, dass sozusagen der Standard, den wir für richtig halten, vielleicht auch irgendwann mal so ein Mindeststandard wird und sich so dieses Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, es ist fair und es ist ökologisch produziert, dass das eigentlich normal wird und wir uns dadurch auch so ein Stück weit selbst abschaffen. Also das, ja, das wäre halt wünschenswert, weil eigentlich, wenn die Menschheit hier weiter auf dem Planeten existieren soll und es nicht ständig irgendwelche Katastrophen geben soll, wie in Bangladesch vor ein paar Jahren, dann müsste das eigentlich normal werden, dass Kleidung unter guten Bedingungen produziert wird. Wir sprechen mit Isabel von der christlichen Initiative Romero, kurz CIR. Die CIR setzt sich seit 1981 für Arbeits- und Menschenrechte in Ländern Mittelamerikas ein. Wir sagen ganz klar, es reicht nicht, wenn sich die privaten Konsumenten umstellen. Denn auf die kann man auch nicht die ganze Verantwortung abwälzen. Es muss auch einfach was passieren in der Politik und die Unternehmen selber, die Konzerne müssen aktiv werden. Von den Konzernen fordern wir, dass sie in ihren Lieferketten einfach Verantwortung übernehmen für die Menschenrechte dort. Also, dass man das noch extra sagen muss, ist eigentlich verrückt, dass wenigstens so ganz grundlegende Menschenrechte wie Versammlungsfreiheit, existenzsichernde Löhne, dass ich wenigstens davon leben kann, wenn ich 40, meistens viel mehr Stunden in der Woche arbeite in so einer Nähfabrik. Und auch, dass ich sicher an meinem Arbeitsplatz bin und nicht hoffen oder fürchten muss, dass das Fabrikdach gleich zusammenstürzt. Dass auf sowas einfach geachtet wird, dass die Unternehmen da Verantwortung übernehmen. Und inzwischen gibt es einige Verbände und Initiativen von Unternehmen oder Unternehmensverbänden, die sagen, ja, wir wollen das alles und es gibt freiwillige Kodizes, in denen sie sich dazu verpflichten, aber die sind manchmal nicht mal das Papier wert, auf dem sie stehen. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, das reicht nicht, freiwillige Kodizes für die Unternehmen. Es muss gesetzliche Verpflichtungen geben und da ist die Politik gefragt. Also es muss einfach am besten UN-weit, würde aber auch EU-weit oder deutschlandweit schon was bringen, einfach eine Verpflichtung geben. Alles, was hier verkauft wird, muss gewährleistet sein von der Firma, die es produzieren lässt, dass es unter fairen Bedingungen, unter menschenwürdigen Bedingungen zumindest,
gelaufen ist. Und das wirklich auch in den Lieferketten, die in Bangladesch und in El Salvador und in Vietnam ausgelagert worden sind dorthin. Nach unseren umfangreichen Recherchen stellt sich heraus, dass es immer mehr Menschen gibt, denen es nicht mehr gleichgültig ist, welche Kleidung sie erwerben und tragen. Die Bewegung für fair und ökologisch produzierte Textilien wächst weiter.